Herzlich willkommen zu Airless Discounter Videoserie. Heute geht es um die neuen Graco Ultra und Ultramax Airless Handspritzgeräte und vor allem um die Düsen. Hier verbaut sind standardmäßig die Graco RAC 10 FFLP Düsen. Das sind die neuen Feinfinish Düsen, mit denen man mit geringerem Druck spritzen kann, also geringere Farbnebelbildung, weniger Verschleiß am Gerät und auch an der Düse. Mitgeliefert wird hier standardmäßig bei diesen Geräten eine 410er Düse für besonders leichte Materialien wie Lacke und für dickere Materialien zum Beispiel eine 514er Düse. Das ist eine klassische Wendedüse, die auch mit Standard-Airless-Geräten benutzt werden kann. Ist die verstopft, dreht man die einfach um 180 Grad durch, spritzt um, spritzt sie durch, dreht die Düse dann wieder in Position und kann einfach weiterarbeiten. Für dieses Gerät sind Düsen von 0,0 8 Inch bis 0,016 Inch nutzbar. Also das heißt zum Beispiel als kleinste Düse wäre denkbar zum Beispiel eine 208er Düse, als größte Düse zum Beispiel eine 516er Düse und zwischendrin dann natürlich auch alle Größen. Also neben einer 8er Bohrung genauso eine 10er, 12er, 14er Bohrung und dann eben entsprechend die Strahlbreiten als unterschiedliche Variationen und abhängig davon, was man spritzen will, natürlich breiteren Strahl für zum Beispiel Türrahmen oder Fensterrahmen und wenn man jetzt größere Flächen wie Möbel, Tische, ganze Türen, dann macht es natürlich Sinn, einen breiteren Spritzstrahl zu nehmen. Hier hinten sieht man es auch, das sind die grünen, das sind die FFLP-Düsen, diese Düsen, die mit geringem Druck gespritzt werden können und mit diesen Düsen wird dieses Gerät, also die Graco Ultra und Ultra Max Handgeräte werden auch mit diesen Düsen ausgeliefert und können damit auch vernünftig betrieben werden. Habt ihr Fragen zu den neuen Handgeräten von Graco oder auch zu den Feinfinish-Düsen, dann schreibt uns eine Mail oder ruft durch. Bis bald.